Hallo zusammen und willkommen zu meinem Spieletest von Under the Ocean, einem Alpha Survival Game. Und auch sehr schön, dass es wirklich auch als Alpha deklariert wird. Denn in den letzten Tagen kamen ja doch die ein oder anderen Spiele raus, wo man sich teilweise an den Kopf fassen musste. Aber ja, ist definitiv in der Alpha, sehr persönlich mit Paul und Mike unterschrieben und ein Link zu der Roadmap. Das finde ich auch sehr schön, dass man wirklich sehen kann, woran sie arbeiten, was die nächsten Ziele sind. Und ich habe doch mal reingestöbert, also nicht in die Roadmap, sondern in deren Beiträge, in dem Game Hub von Steam. Und die haben da echt noch sehr viel vor. Aber ja, erstmal OK klicken. Ja, Musik und Sound habe ich schon eingestellt. Ich habe auch schon mal reingeschnuppert, allerdings leider in dem falschen Bereich. Und da kam ich dann nicht weiter. Deswegen hier nochmal die Aufnahme sozusagen. Ich hatte nämlich vorher den Random-Modus gespielt, weil da neu dran stand. Ich dachte, da wären vielleicht mehr Features drin. Haken war jedoch, dass man eine Ressource nicht finden konnte, die man braucht. Und dann habe ich da 40 Minuten lang was gesucht gehabt. Und das fand ich dann doch nicht so unterhaltsam für euch. Deswegen probiere ich es jetzt mal mit dem Free-Build-Modus aus. Also, Play. Schwupp. Au, au. Okay. Das ist nicht das, was ich gerne hätte. Hier taucht einfach alles auf und man kann wirklich vollkommen arbeiten, wie man will. Zum Reingucken bestimmt eine sehr gute Idee. Also zum Reingucken, wie man was baut. Aber ich würde schon das Spiel an sich gerne zeigen. Also gucken wir uns die alten Level mal an. Also ja, was ich zeigen will, ist halt, wie ich mir das Spiel vorstelle. Man kommt rein, das Schiff geht unter. Und man muss dann nach und nach sich die Hütten aufbauen und kriegt nicht alles auf dem Silbertablett wie bei dem Modus eben gerade. Genau, so stelle ich mir das vor. Schiff ist untergegangen, schwebt irgendwo hinten und wir sind auf einem ganz kleinen Floß. Sehr schön. Das Wetter ist schon mal nicht sehr schön. Wir haben Durst. Das Wasser hier sollten wir auf keinen Fall trinken wegen Salzwasser und so. Und wir haben hier unten mehrere Optionsdinger. Das Toolbelt ist so ähnlich wie die Workbench für die Minecraftler unter euch. Und hier ist unser Inventar. Alles schön drag and dropbar, wo man es gerne hin hätte. Was ich sehr schön finde. Und Tooltips zu fast allem, was man damit anfangen kann. Zum Beispiel hier. Kokos, Palm, Planke, Construction Material. Oh, wir werden ans Ufer getrieben. Sehr schön. Aber euch erstmal weg. Jetzt haben wir hier eine Kiste. Kaputt machen, um zu suchen, was drin ist. Ja, okay. Hops. Hops, erstmal aus dem Wasser raus. Dann kriegen wir kalte Füße. So. Und wir haben eine sehr interessante Gabe. Nämlich Telekinese. Wir können alle Gegenstände einfach so bewegen. Heißt, wir holen jetzt erstmal alle Kisten raus, bevor da jetzt die Flut kommt. Auch wenn ich nicht weiß, ob die Flut schon... ob die Flut schon implementiert wurde. Ja. Unser Floß hole ich auch mal ran. Damit es nicht weggetrieben wird. So. Der Stock da... Wie geil, ich kann den Stock nicht rausziehen, weil das da drüber liegt. Also ja, doch, für eine Alpha-Version ist die Physik schon mal sehr schick. Aber jetzt wollen wir die Kisten kaputt haben, um zu gucken, was drin ist. Also, wir haben einen Stock. Das Inventar erinnert ein bisschen an Ultima. Und man kann die Gegenstände auch rotieren mit Q und E. Und dementsprechend passen sie dann besser ins Inventar. Wenn wir jetzt so einen Stock nehmen würden und einmal so reinstellen, würde sonst viel zu viel Platz verschwendet werden. Das finde ich auch ein sehr nettes Feature. Oh ja, wir haben jetzt zwei Stöcker. Jetzt bräuchte ich noch einen Stein. Was haben wir da? Ein kurzer Stick macht 0 bis 2 Schaden. Okay. Toolbelt. Ich habe bereits gelernt, wenn man kleine Holzstücke da rein tut, kann man daraus scharfe kleine Holzstücke machen. Und wenn man einen Stab mit einem scharfen Gegenstand kombiniert, kriegt man einen scharfen langen Stock. Yay! Oder eine einfache Axt. Was hätte ich denn gerne zuerst? Zuerst hätte ich gerne den scharfen langen Stock. So. Banana Tree Long Stick. Und der kommt hier oben in meine Hotkey-Leiste, damit ich im Notfall was zum Pieksen habe. Auch wenn es nicht so viele Gegner gibt in dem Sinne. Jedenfalls habe ich noch keine ordentlichen gesehen. Es ist zwar ein Survival-Spiel, aber es geht hier nicht wie bei Don't Starve darum, in der Nacht irgendwelche Monster zu töten oder sonst irgendwas. Es geht darum zu überleben. Zu aller Robinson Crusoe. Und das Floß hebt ab vom Boden. Oh ja, das ist sehr schön. Aber jetzt kommt man in Sicherheit. So. Also ja, sehr schön. Das Ambiente gefällt mir tierisch. Der Vogel ist ein wenig komisch.
Kann ich dich aus der Luft holen? Hops. Hops. So, dich abschießen irgendwie? Oh, nein, so war das nicht geplant. Wo ist mein Speer? Da ist mein Speer. Also ja, nicht unbedingt die Speere da, um Monster zu töten, sondern eher um Krabben aufzuspießen oder Fische zu fangen und so weiter. Jetzt hätte ich aber doch ganz gerne so. Oh, man kann damit nur werfen, nicht zuhauen. Also brauche ich noch mehr Zeug. Und brauche dann eine einfache Axt. Die kommt in unser Slot 2. So, jetzt aber kaputt machen. Kaputt, 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 kaputt. Und die Nacht kommt näher. Ja, da unten ist auch Hunger inzwischen hinzugekommen. Zu dem Hunger kommen dann auch später sowas wie offene Wunden und Niesen und Hustanfälle und alle möglichen anderen Sachen, die man so eher aus Sims kennen würde. Was das Ganze sehr interessant macht. Was haben wir da? Ein Firecracker. Anzünden mit Flint. Ja, Flint kenne ich noch. Flint war der Haken, warum mein erster Versuch von dieser Spielevorstellung misslungen ist. Weil ich konnte keinen Flint finden. Ein Stück Crate. Ein Stück Shell. Also, oh, Muschel. Wofür Muscheln sind, weiß ich noch nicht. Also ja, man kann alle Rezepte einfach hier nachgucken. Am Anfang sollte das vielleicht nicht unbedingt machen. Aber später, ich kann mal ganz kurz nicht hingucken, nicht hingucken, nicht hingucken. So, aber später werden die Rezepte doch ziemlich genau. Also was man kombinieren muss, dann ist es schon hilfreich, hier mal reinzugucken. Wie gesagt, die ersten paar Minuten sollte man das Spiel einfach so auf sich wirken lassen, gucken, ob das das Richtige für einen ist. Und wenn man denn glaubt, dass man hier glücklich werden kann, jedenfalls für ein paar Stunden, dann kann man auch mal da reinschnuppern. Wir wollen jetzt aber weiter Kisten kaputt machen. Kaputt, kaputt, kaputt. Ah, jetzt kann ich treffen, okay. Und danach... Oh, danach müssen wir Feuerstein suchen, um Feuer zu machen. Denn wie wir schon gewarnt wurden, die Nacht bricht gleich herein. Und da war nichts Ordentliches drin. Was haben wir da? Ein Stück Bananenbaum. Das kommt mal alles da rein. Man kann das Toolbelt auch als Lagerplatz nutzen. Aber es ist nicht so gut geeignet. Eine Tomate. Was haben wir da noch? Ein Stein, ne? Ja. So, du gehst mal kurz wieder da runter. Du kommst ins Inventar. Diese scharfen Steine braucht man nicht nur für den Speer, sondern auch für die Axt, wie ich schon gezeigt habe, aber auch für eine Pickaxt. Also um Steine zu zerklopfen. Er ist durstig, hat Hunger und ihm wird kalt. Ja, tut mir leid. Wir sind hier gleich soweit. So, wir sind jetzt nach links gegangen. Sind auf einem neuen Kartenstück sozusagen. Es ist also momentan noch ein Sidescroller, auch wenn es im Forum Diskussionen darüber gibt, wie das Spiel weiterentwickelt werden soll. Also es gibt doch Ideen für einen 2,5D-Modus und für einen 3D-Modus. Wobei ich persönlich sagen muss, 2D wäre für mich die beste Wahl. Weil 2D ist nicht ganz so aufwendig, man übersieht nicht ganz so viel. Und ich bin eh allgemein 2D-Fan. Was haben wir da unten? Oh, eine explodierende Kiste. Ja, nee. Uns ist kalt, es wird dunkel. Wir brauchen jetzt Flint. Flint ist Feuerstein. Also man kann nicht einfach irgendeinen Stein nehmen und die aneinander schlagen und hoffen, dass da Funken rauskommen. Das müssen schon die richtigen Steine sein. Das da zum Beispiel. A piece of Flint. Kann man gut gebrauchen, um Feuer zu starten. Und davon bräuchten wir jetzt eigentlich noch einen zweiten. Jedenfalls würde es Sinn machen, wenn wir einen zweiten brauchen. Oh, hier ist eine Höhle. Sehr schön. Ein Bucket. Kann man mit Regen oder Seewasser füllen. Oh, 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 sehr schön. Das stellen wir doch gleich mal in Regen. Damit wir Süßwasser bekommen. Kriegen wir hier Regen ab? Gehen wir hier hin. Ja, da ist überall Stein drüber. So, hier vielleicht. Drehen, 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 drehen. Drehen. Hinstellen. Full containing fresh water. Oh, sehr schön. Rechtsklick zum Benutzen. Trinken. Schon haben wir keinen Durst mehr. Ja, das war jetzt unser erstes Feature quasi. Wir haben es geschafft, auf einer Insel frisch Wasser zu bekommen. Jetzt brauchen wir nur noch ein Feuer. Und dann können wir die ganzen Kisten hier alle noch aufmachen, gucken, was da drin ist. Also ja, dieser Spielmodus gefällt mir wirklich bisher am besten. Dieser Random Generator mag zwar auch interessant sein, aber ich hatte halt das Pech, dass ich
die Ressourcen, die ich wirklich brauchte, gar nicht bekommen habe. Kann einfach nur Pech gewesen sein, kann noch nicht ganz ausgeprägt sein, muss man bei Zeit mal gucken. Aber an sich das Spiel finde ich sehr, sehr stimmig. Also die Atmosphäre ist schön düster, es ist ein wenig skurril, was für einen Typen man hier spielt, mit seinem Papa-Bauch und dem ganz kleinen Kopf und dass er Gegenstände einfach so bewegen kann. Man weiß nicht, wer er ist, man weiß nicht, wo er herkommt, in was für einer Welt das hier spielt. Es geht einfach nur darum zu überleben. So, und wie benutze ich dich jetzt? Rechtsklick. Ah, okay. Man rechtsklickt auf den Flintstone und dann kann man hier irgendwas anzünden. So zum Beispiel. Warm. Hot. Keep distance from fire. Oh, hot ist nicht gut. Ah, wahrscheinlich haben wir eine Anzeige für cold. Und wenn wir dann lang genug am hot dran sind, warm. Wenn wir lange genug am warm dran sind, geht die cold-Anzeige dann runter. Verbrennen könnten wir wahrscheinlich auch, aber das will ich jetzt nicht testen. Aber sehr gut. Wir haben Frischwasser. Wir haben die Möglichkeit, ein Feuer zu machen. Auch wenn wir eine bessere Feuerstelle finden sollten. Fehlt eigentlich nur noch Essen. Weil Essen ist momentan schon ziemlich hoch. Also Tomate können wir schnell futtern. Eat. Njam, njam, njam. Hungeranzeige ist weg. Die Glühwürmchen sack ich mal ein. Oh. Das tut mir leid. Ich habe das Glühwürmchen umgebracht. Ich wollte es eigentlich in mein Inventar ziehen. Flop. Oh. Ich wollte es eigentlich in mein Inventar ziehen, also mein Toolbelt, um durchgehend Licht bei mir zu haben. Aber hab denn wohl mit meinen telekinetischen Superkräften das aus Versehen gegen die Decke geschleudert. Und dann war es tot. Nee. Kann ich dich ganz vorsichtig... Warte mal, ich sollte den jetzt hier runterziehen. So. Und jetzt komm bitte mit, damit ich ein bisschen Licht habe. Dankeschön. Bist du nicht tot? Nein, er ist hungrig. Mist. Wie fütter ich Glühwürmchen? oh, ein Wasserfall. Sehr schön, hier unten sind ganz viele Steine, die ich alle nach und nach kaputt hauen könnte. Wasserfälle bringen frisch Wasser. Ja, sehr gut. Und Jarro kann benutzt werden, um Wunden zu heilen. Ja, wir haben noch keine Wunden. Das heißt, ich lasse sie mal hier drin. Nicht, dass Sachen noch vergammeln können, das wäre dann richtig böse. Also wir merken uns, das ist unsere Wohnhöhle jetzt. Hier haben wir Frischwasser. Hier haben wir noch Steine zum Zerklopfen in der Nacht, wenn wir irgendwas arbeiten wollen. Und wir können jetzt ein paar Sachen hier lassen, um unser Inventar nicht so voll zu müllen. Also du bist leer. Wo machen wir am besten jetzt immer die Lagerfeuer? Hier ist mir das zu eben. Ich hätte gerne eine kleine Nische. Hops. Hier zum Beispiel. Das finde ich auch sehr schön, dass man wirklich merkt, wenn etwas schwerer ist. Es braucht nämlich wesentlich länger, um hochgezogen zu werden, und ich muss die ganze Zeit linke Maustaste gedrückt halten. Also fühlt es sich fast so an, als wenn ich es hochheben würde. So, und das hier wird unsere neue Lagerstelle. Da schmeißen wir jetzt ein bisschen Gras rein. Aber nicht zu viel, dann brauchen wir später auch noch was. Das sollte nicht so nah am Lagerfeuer selber dran sein, sonst fängt das auch noch Feuer. So. Und du bist Zunder, ich brauche... Oh, oh, oh. Der Stein schubst uns gerade weg. Du solltest auch nicht beim Lagerfeuer sein. Können wir dich wieder einpflanzen? Oh, oh. Ich glaube, ich kann dich nicht wieder einpflanzen. Hops. Versuchen wir mal, dich hier irgendwo... Drehen, drehen, drehen. Blub. Ah, okay. Das greift wohl automatisch nach dem Boden. Was haben wir da? Ein Glühwürmchen, das tot ist. Nicht unbedingt das Wasser damit. So, vor die Tür. Und im Meer beerdigen. Also Seebestattung. Hops. Hops. Und für den Papa-Bauch und doch recht kräftige Statur. Kann er sich aber ganz schön toll abrollen. Das würde ich auch kennen können. So. Goodbye, Glühwürmchen. So, unser Floß nehme ich mal mit. Anchor Point. Use to link planks together. Ah, da kann man noch andere Konstruktionen mitbauen. Und das Floß wird nicht mitgenommen. Oh, oh. Habt ihr das gerade gesehen? Das Floß wurde quasi als Katapult genommen, um die Kiste wegzuschießen. Warte mal, wenn wir jetzt hier hochspringen? Das muss genau an der Ecke stehen. So, jetzt probiere ich mal was aus. Wir nehmen die Kiste. Wo ist die Kiste? Da. Legen die Kiste darauf.
Mist, das klappt nicht ganz. Aber ihr wisst wohl, was ich vorhab. Alle, hopp. Komm schon, das will ich jetzt hinkriegen. Aber ich könnte die Kiste auch selber benutzen. Alle, hopp. Also ja, man kann wohl die Physik auch ausnutzen, um Katapulte und ähnliche Maschinen zu bauen. Das wäre interessant. Aber gut, wir wollen erstmal gucken, was in der Kiste ist. Essen wäre schön. Vielleicht sowas wie Samen, dass wir Felder anbauen können. Oh, ich kann die Kiste ja bewegen und quasi in unsere Axt rein telekinetisieren. Was haben wir da? Bandages. Also Bandagen. Sehr schön. Sonst nur Holz, Holz. Ganz viele Steine. Mit einer Picke hauen, um zu zerstören. Oh, und da hat irgendjemand Schaden genommen. Ist das Glühwürmchen?